Yo, 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 SRP Trocher, heute im Tony Soprano Look. Wir sind wieder in unserem beliebten Shop, Tattoo Martin. Ihr wisst Bescheid, Stars in the Hood, wir schalten ein. Die Jungs sind gerade wieder mal am Arbeiten. Anzubi hat heute Pause, hinter der Kamera ist Cashy. Dann zeigen wir euch heute mal, was so abgeht, ne? Ziemlich ruhig heute hier. Kunden kommen noch, Fitness der Big Boss Martin. Noch am Arbeiten. Ketten sind am glänzen wie immer, als wenn wir ein Musikvideo drehen. Da gehen wir mal rüber zu Santo, der ist wieder mal hart am Arbeiten. Da schauen wir mal kurz rein, ja, kurz rüber, was er gerade so macht. Schriftzug läuft. Sehr konzentriert. Und sag uns mal, was für eine Nadel du benutzt. Ja, ich benutze eine Dreiernadel, dauert halt ein bisschen länger. Benutze ich so eine dünne Nadel, bei die wird irgendwie nach den Jahren wird das sowieso dicker werden. Vergiss mal, keine dicke Nadel nehmen, eine dünne, weil sonst sieht es so aus wie das. Dann irgendwann wird es wie ein schwarzer Streifen. So, ihr habt gehört, was der Master gesagt hat, immer eine dünne Nadel benutzen. Weil wenn man tätowiert mit einer dickeren Nadel, sag ich mir jetzt mit einer, ich nehme an, mit einer 7er oder mit einer 9er, was die meisten Anfänger benutzen, dein Tattoo muss ja auch irgendwie heilen und mit der Zeit wird es auf jeden Fall dicker, sieht dann nicht mehr so fresh aus. Und wir haben auch hier eine Auszubildende. Willst du mal Hallo sagen? Hallo, ich bin Sky. Woher kommst du? York, aber ich bin jetzt in Berlin für eine Weile und will gerne lernen, wie man tätowiert. Wir haben uns gestern schon kennengelernt und auf jeden Fall macht euch auch bei ihr gespannt, wird auf jeden Fall auch noch mehr von ihr kommen. So. Erstmal muss man ja natürlich, wie beim Sushi, wie man immer schön sagt, erstmal nur zugucken und lernen, dass man eine gewisse Praxis hat, wie man die Hand bewegt und alles andere. Und jetzt machen wir gerade ein Cover-Up, was ich leider verkackt habe. Da muss der Martin sich wieder mal für mich einsetzen und wieder mal für mich einspringen. Und das sind römische Zeichen. Und das Schlimme daran war, ich habe, glaube ich, irgendwo in der Mitte mal angefangen. Das waren aber noch die Anfangszeiten. Das war, glaube ich, einer meiner ersten Tattoos, oder? Ja. Und, wie ihr seht, ist Martin jetzt gerade wieder hier am, wie man sagt, The Purge, am Säubern. Heute haben wir auch Special Guest, heute ist wieder mal am Start. Das ist Jimmy. Willst du mal kurz Hallo sagen? Moin. Oder? Wenn man ein Tattoo verkackt, kann man nicht mehr schlafen, oder? Ja. Also, man ist auf jeden Fall durch. Man kann, ich glaube, 2 Wochen kann man nicht schlafen. Ich konnte 2 Wochen nicht schlafen und ich habe mir immer wieder gedacht, wieso habe ich das gemacht? Es muss ja nicht sein, dass es an den Tätowierer liegt, es liegt auch an der Pflege. Ne, wenn man sich nicht pflegt, wenn man schon hier im Laden reinkommt und stinkt, dann braucht man sich nicht wundern. Auf jeden Fall, das Tattoo sieht jetzt schon viel besser aus als vorher. Das hast du verkackt, wa? Ja, ziemlich verkackt. Ja, der hat auf jeden Fall ein M gemacht, keine Ahnung. Ey, auf jeden Fall, ich hab's zwar verkackt, aber das war... Du hast nicht verkackt, weil du doch, ich hab's verkackt, aber ich hab sofort gesehen beim M und das waren auf jeden Fall Zeiten, das war einer meiner ersten Tattoos, ja. Eigentlich hättest du es jetzt besser machen müssen, von alleine, anstatt einfach nur aus Respekt. Nee, ich wollte mich einfach nur ablösen. Ich wollte mich ablösen. Wenn ich es wieder verkackt, hätte ich noch mehr Scheiße gebaut. Das ist auf jeden Fall nicht verkackt, ich glaub schon an dich. So. Übung macht den Meister. Okay, jetzt haben wir noch was Besonderes. Jetzt kommt ein Tattoo, was ihr nicht so immer seht. Props an Shindy. Daddy. Und wo tätowierst du das hin? Kannst du es mal sagen? So in die Lippe kommt es rein. Also ich kann mir das Gefühl gar nicht vorstellen, wie es eigentlich ist, so in die Lippe oder in der Lippe ein Tattoo zu machen. Antoni, bist du vorbereitet? Immer bereit, du weißt doch. Dann geht's los mit den Daddy-Vibes und das macht er entstehen, ja? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie setzt sich hin so auf den Stuhl, so Kundschaftsebene. Ihr wisst doch, Gast ist König. Ich habe das selber noch nie gesehen, wie man das macht. Jetzt ist er Zahnchirurg geworden. Wie beim Zahnarzt macht der Wattestäbchen jetzt rein hier. Kannst du mal sagen, wie du dich fühlst? Falls ihr Zahnschmerzen habt, könnt ihr euch auch bei Antonio melden. Heilpraktiker, ohne Lizenz. Also ich bin selber gerade voll gespannt, ne? Ganz kurz hier verzählen. Wer, ich? Okay, was für eine Nadel ist das? Dreier, immer ein Dreier, ne? Jetzt geht's los. Cashy auf HD, auf Full HD nimmst du das auf. Kannst du mal reinzeigen? Und kannst du mal ganz kurz ein Statement sagen, ob es schmerzhaft war oder ob es angenehm war? Also innen drinne tut es gar nicht weh, ja. Sobald es ein bisschen nach außen kommt, ein bisschen. Okay. Aber nichts gegen Lippenspritzen. Okay, für jeder, der das machen will oder jede, er, sie, es oder alles mögliche, was gibt's, kommt bei Antonio vorbei. Er behandelt eure Lippen und ich danke dir, ja. Okay, perfekt, peace out.
ein neuer Tag, ein neuer Hit. Heute bin ich ziemlich tot, waren gestern noch Fett Steak essen. Ja, man, komm gerade vom Gym. Davor Barbertown, Haare geschnitten, könnt ihr mal auschecken. Wird unten markiert auf jeden Fall. Yo, Barbertown, geht vorbei. Janowitzbrücke. Und heute haben wir Besuch, unser Bruder. Der liegt gerade ein bisschen schräg auf der Bank. Macht auch ein sehr, sehr schräges Tattoo. Also nicht schräg im Schlecht, sondern was Krasses, Facetat, ein bisschen Größeres. Und würdest du dich mal kurz vorstellen? Geht ab, Leute, ich bin auf jeden Fall Young Pirate. Nicht wundern wegen der Tränen im Auge. Schwachmusik, bin 22 Jahre alt. Und heute hole ich mir mein erstes Facetat. Lang und gut überlegt. Was soll man machen? Gang, gang, let's get the drip done, ha? Huh? Sauber, sauber. So, Mann, ich hab mal eine Frage, Bruder. Was lässt du dir tätowieren? Was steht auf, also, was kommt auf deiner Stirn drauf? Auf meiner Stirn steht auf jeden Fall Hustler. Hustler hat die Bedeutung für mich, ihr wisst ja schon, hustlen. Und ich bin nicht hier geboren, wisst ihr? Ich bin geboren in Kenia. Lebe jetzt in Deutschland seit 10 Jahren. Und mein Leben lang bin ich quasi nur am Hustlen von einer Stadt zur anderen. Und versuche, meinen Traum zu verwirklichen. Und ich finde, jeder Mensch ist ein Hustler. Deswegen habe ich mir das ausgesucht, Hustler auf meinen Stirn. Because, you know, hustle, money on my mind. Stabil, stabil, stabil. Könnt ihr mal sehen. Also nicht jedes Tattoo, wenn einer schreibt Hustler, will einer auf Gangster oder weiß ich was tun, sondern gibt es auch Tattoos, die kommen einfach vom Herzen und das ist dann für dich selber privat, wie du dich fühlst. So wie der Bruder das gerade meint. Ich habe auch gesehen, du machst starke Musik. Wir werden den Bruder auch unten verlinken. Folgt mal sein Profil, geht mal rauf, checkt mal aus, was er macht. Aus Santo ab und den Bre hier machen auch gute Mucke und dementsprechend kann ich nur empfehlen, wer stechen will. Go to the sky, he got you. Bruder, nice, nice, danke für den Support. Antonio, wie fühlst du dich heute, ja? Wie fühlst du dich nach dem Gym und jetzt sofort wieder tätowieren? Ja, ein bisschen stressig so, weil so viele Leute warten, aber das ist ja sein erstes Tattoo im Gesicht und ich wollte halt der Erste sein. Und das ist schon was Besonderes, weil es sein erstes Tattoo im Face und das wird ihn auf jeden Fall fürs Leben, egal wo er ist, er wird jetzt noch mehr angeguckt, überall. Man wird schon so, und dann noch mit einem Face-Tattoo, dann ist schon was anderes. Von dem Licht, Leute. Ich sag's nochmal, ne? Die Tränen sind vom Licht, bitte, nicht hier. Tränen sind von dem Licht, natürlich. Der Bruder ist fertig. Gute Arbeit. Kann ich schon weiterempfehlen. Extrem fein gezogen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und er ist auch nochmal auf meine extra Wünsche eingegangen. Ich sag, das Shit ist nicht nur tamam, es ist on point. Okay, jetzt haben wir eine Frage zu der Schmerz gerade, weißt ja, du so? Was kannst du sagen von einer Skala auf 1 bis 10, wo das lag? Nur 5. Auf jeden Fall nur 5, sag ich ehrlich. Da fand ich tatsächlich sogar das hier an der Hand unangenehmer und vor allen Dingen Brust. Da habe ich auch Santo gesagt, Bruder, reicht, ich gehe heute nach Hause, so, ich habe meine Sitzung abgebrochen. Aber das, sag ich ehrlich, Schmerzgrenze 5, aber heißt nicht, dass ich es jetzt hier empfehle, Gesichtstattoo zu machen. Ich habe es mir 3 Jahre lang überlegt, ich war schon mal vorher hier, hat Santo auch gesagt, mach es nicht. Wir nehmen mal den Drip auf, nehmen mal den Drip aus, komm mal den Drip. Der Bruder ist nice geclosed, ihr seht die Prada-Sneaker, Palm Angels Shirt, auf jeden Fall fresh, Bruder, ja? Danke, danke, Bruder, das ist sogar Eigenmarke von Kollegen. Bendo. Nice. Gang, gang. Wird auf jeden Fall unten verlinkt nochmal. Bendo Company, gibt euch den Bruder. Peace out, Bruder, ja? Hab mich gefreut, Digga. Ich danke dir. Nice, Bruder, ja? Okay. Toni ist immer noch am Arbeiten. Heute auf jeden Fall Action Jackson bei Ihnen. Jeden Tag, das Leben fickt dich jeden Tag, aber man fickt zurück, ne? So, Bro, willst du dich mal vorstellen? Ja, ich bin Tim. Ich bin 19, ich komme hier aus Berlin und ich mache mir heute so ein Auge. Ich habe Santo über ein paar Freunde kennengelernt. Ich habe mir gedacht, ich lasse bei ihm mal was stechen. Da mein Arm so alles mit Familie zu tun hat, habe ich gedacht, so ein Auge, mäßig das Auge von meiner Mutter, wacht über alles, passt immer auf mich auf, so weißt du. Und wie ist dein Schmerzempfinden dazu? Geht's klar oder sagst du, jetzt geht gar nicht oder? Am schmerzhaftesten finde ich, weil die halt nur einzeln reinstechen. Und dann zeigen wir schon mal das Bild, wenn es zu Ende ist. Aber trotzdem, wie sieht Glanzleistung? Sind wir mal gespannt, wie es nachher aussieht. Auf jeden Fall, Tattoos auf jeden Fall erledigt. Mach's mal kurz auf. Auf jeden Fall sieht man mies die Adern auf jeden Fall so nice gemacht schon. Bisschen angeschwollen. Ich hoffe, wir kriegen nochmal ein Bild, wenn es komplett fertig ist. Und was sagst du zu der Arbeit von Antonio? Ich muss sagen, tat sehr doll weh. Dort Technik, ja. So wie es ist. Aber ich muss sagen, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hat er alles nochmal angepasst mit dem Auge und so. So wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ja, man sieht übernice aus. Wenn es abgeheilt ist. Sieht übernice aus. Ich finde, also passt auch hier mit. Und hat er hier auch. Hier hat er auch. Ein bisschen schattiert, ne? Ja, und deswegen kommt die Kombo auf jeden Fall nice. Auf jeden Fall ein schöner Arm. Von der Schmerz gerade von 1 bis 10? War auf jeden Fall 10. 9. 9. 9, 10 auf jeden Fall, ja. Okay, perfekt. Dann auf jeden Fall danke schön nochmal für dein Feedback. Wenn du willst, sag mal dein Instagram an. Wird auf jeden Fall hier unten markiert. Tim.krgr. Peace out, ja.
SRP Trocher, heute mein langer Brie, Momo Sexy, ihr wisst selber, Berserin, heutzutage im Osten, weiter rein. Heute auch spontan mal ein Tattoo gemacht, ich meinte, Bruder, komm mal vorbei. Ich mach dir mal was Kleines, damit die Leute sehen, der Anzug ist am Üben. Kannst du mal zeigen, was wir gemacht haben? Tätowiert, wie ihr seht, noch nicht lang, aber gut. Übung macht den Meister, Übung macht den Meister. In 3-4 Jahren kommt er vorbei, ganzer Arm zugehackt. Aber du kannst auf jeden Fall nochmal dein Instagram sagen, oder? MoSexy, mo.sxy. Sag mal viele Grüße an die Shababs, an Khaled. Viele Grüße an die Shababs, alle Khalo, Radikalo, ihr wisst Bescheid, Mujo, die Jungs aus Friedrichshain, grüß euch, Celo. Und natürlich den Bressenbrief, vergessen wir nicht, Hussam, alles Gute, du weißt, Habib Elbe, mach's gut, peace out. So, heute ist auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Antonia, 4, 5 Kunden, alle sind am Brennen, wie ich es schon mal gesagt habe. Ja, Mann, Alter, ich hoffe, die Tattoos gefallen euch. Die nächsten Episoden von uns werden auch wieder ein bisschen heißer. Wir werden mal ein paar andere Leute, andere Kollegen von uns zeigen, die ein bisschen auch in Berlin unterwegs sind. Eigentlich Stars in the Hood. Geht ja eigentlich ja nur hier um unsere Hood. Wir wollen auch keine Stars hier einladen, sondern am Ende des Tages, wir kennen die ganzen Straßen, sind mit den Leuten bekannt so. Und ich sag mal so, ohne eingebildet zu klingen, wenn wir hier in Friedrichshain sind, fühlen wir uns auch wie kleine Promis, ob wir jetzt zum Späti rübergehen zu den Abi. Oder ob wir jetzt beim Dönerladen hier drüben sind. Viele Grüße an Mehmet hier bei Antalya. Oder ob wir bei den anderen Brüdern sind. So ist einfach unser Kiez Friedrichshain. Viele Grüße an alle Jungen. Kommt vorbei. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ja, Mann. Lasst Kommentare da. Abonniert den Kanal. Stars in the Hood.